Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout New Vegas. So, wollen wir doch mal gleich gucken. Wir sind ein bisschen dehydrierter. Hunger geht eigentlich noch. Aber ich will es halt so lang wie möglich unten halten. 78. Gönnen wir uns mal ein aufbereitetes Wasser. Und ich wollte jetzt nochmal gucken, was das macht. Das Steak macht minus 116. Ja, das pfeifen wir uns rein, wenn wir wirklich Hunger haben. Auch haben wir keinen Hunger. So, wir hatten uns ja das letzte Mal hier leer gemacht. Und jetzt geht's auf zur Schießerei. Und ich bin ja echt mal gespannt, wie das Ganze nachher abgehen wird. Oh, ich will einen Scope. Ich will unbedingt einen Scope. Aber noch sind wir nichts, haben nichts. Können nicht. Gut, dann. Hallo, Ringo. Was gibt's? Wussten Sie, dass ein Mann namens Joe Cobb nach Ihnen sucht? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Warum sind die Pulverbanditen hinter Ihnen her? Meine Karawane kehrte gerade aus Kalifornien zur Firmenfiliale in New Vegas zurück, als wir überfallen wurden. Nicht mal ein Waffen fallen lassen und Hände hoch, bevor die Kugeln flogen. Wir haben uns nach Kräften gewehrt, aber das waren zu viele. Ich habe ein paar Banditen erledigt, bevor ich mich verzog. Also nehme ich an, dass Ihre Freunde auf Rache aus sind. Was wollen Sie wegen der Pulverbande unternehmen? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Vielleicht kann ich Ihnen helfen? Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären... Glauben Sie nicht, dass ich auf mich aufpassen kann? Ich dachte da eher an mich selbst. Wer deckt mir den Rücken, während ich auf Ihren aufpasse? Ich frage mal rum. Mal sehen, wen ich alles auftreiben kann. Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Ja gut, dann fragen wir mal Sunny zuerst. Dann wollen wir mal hier... ein bisschen Sheriff spielen. Weiß nicht. Können wir vielleicht den Robi auch fragen? Gut, der hat ja noch nicht mal wirklich einen Finger krumm gemacht. Ich wusste doch, ich habe hier einen Müll noch nicht durchforstet. Gut, reden wir als erstes mit Sunny. Hallo. Hi. Howdy. Hallo. Bleiben Sie noch länger in Good Springs? Ich werde Ringo gegen die Pulverbande unterstützen. Könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Sagen Sie nichts weiter. Ich bin dabei. Das war ja einfach. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Allerdings sind Sie, ich und Ringo nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir leihen könnten. Reden Sie mit ihnen. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Irgendeine Idee, wie man Trudy dazu bekommen könnte, sich uns anzuschließen? Man wird wohl mit Engelszungen reden müssen. Trudy muss überzeugt werden, dass wir einen guten Plan haben, wie wir den Kampf gewinnen. Wäre Chet gewillt, uns seine Vorräte zu überlassen? Ich glaube nicht, dass Geben zu Chets aktivem Wortschatz gehört. Selbst wenn die Stadt auf dem Spiel steht, wird er noch feilschen wollen. Wie komme ich an Easy Pete's Dynamit? Easy Pete passt gut auf sein Dynamit auf. Sie müssen ihm beweisen, dass Sie etwas von Sprengstoffen verstehen, damit er welches rausrückt. Okay, auf Wiedersehen. Ich werde warten.
Engelszungen. Ich habe ja davor schon verkackt. Aber vielleicht ein Heftchen? Rache plus 10. Da haben wir ein Heftchen. Sie wollen es also mit Joe Cobbs Bande aufnehmen. Sehr riskant. Aber Sie müssen wohl tun, was Sie für richtig halten. Rache 25. Sie sollten dabei helfen, die Pulverbanditen auszuschalten. Kugeln, Explosionen, jede Menge Spaß. Ich hatte vor, das auszusitzen. Aber irgendwie muss man sie einfach mögen. Ich bin dabei. Ich werde mal mit ein paar anderen Leuten reden und schauen, ob ich vielleicht noch Mitglieder für diese Miliz gewinnen kann, die sie zusammenstellen. Es hat zwar jeder eine Schusswaffe, aber ein wenig mehr Ausrüstung wäre nicht schlecht. Im Gemischtwarenladen finden wir wohl, was wir brauchen. Auf Wiedersehen. Passen Sie auf da draußen. Gut, easy peasy. Sprengstoff. Haben wir was mit Sprengstoff? Feilschen, Medizin, Dietrich. Wissenschaft. Überleben. Waffenlos. Schusswaffen. Endwaffen. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich, nicht so wirklich, nicht so wirklich. Na gut, dann probieren wir es trotzdem. Howdy. Howdy. Ich höre, Sie haben Dynamit. Das würde uns helfen, die Pulverbanditen zu besiegen. Zu gefährlich. Wenn ich das einem von euch gebe, sprengt ihr euch alle in die Luft. Das Zeug bleibt besser, wo es ist. Sicher ist sicher. Schon gut. Yep. Was wissen Sie über Joe Cobb? Stinkt nach Ärger. Das ist hilfreich. Willkommen. Auf Wiedersehen. Yep. Und ich brauche irgendwas mit Sprengstoff. Hat Trudy was im Angebot mit Sprengstoff? Trockene Kehle? Ich habe... Gucken wir mal. Partylöwe, Waschsprache, Falschen. Fusel. Reparieren. Okay. Auf Wiedersehen. Bin halt im Sprengstoff nicht genug ausgebildet. Aber ich möchte gerne auch den Stoff haben. Gut. Gehen wir erstmal zum Laden rüber. Audi. Jetzt, der Vertreter der Woche. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ich brauche Vorräte, um gegen die Pulverbanditen zu kämpfen. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Kronkorken. Falschen 25, dann lassen Sie... die Stadt übernehmen. Ihrem Geschäft schadet das ganz bestimmt nicht. Na gut, Sie haben mich überzeugt. Ich kann einige Leute mit Lederrüstung und extra Munition ausstatten. Ich hoffe sehr, dass sich das lohnt. Und ich werde währenddessen den Laden bewachen. Mein Geschäft muss für mich Priorität haben, wie Sie sicher verstehen. Zeigen Sie mal Ihr Angebot. Gleich ausnutzen. Natürlich doch. Gleich ausnutzen. Welchen drin haben? Vielleicht... Bockstange. Feilschen. Müsste ich den ja jetzt wieder reinkaufen, den brauchen wir ja wieder, ne? Dynamit mit langer Lunte. Stoff aufpeppelt. Kaliber 20. Kaliber 20 Laufgeschoss. Kaugummi. Kleinkalibergewehr. Kreuzkönig. Lucky. Okay, nehme ich auch mal mit. Das habe ich ja vorher gar nicht so gecheckt. Okay, gut. Lederrüstung haben wir ja bekommen. Das, was ich jetzt suche.
Ein 30er Pistole. Mhm. Gar nicht so schlecht aus. Vorkriegswettstein. Nee, er hat leider nichts. Das heißt, wir können Pete nicht überzeugen. Es sei denn, ich mache jetzt irgendwie. Ja, ein Fass auf und bekommen das jetzt irgendwie zusammen. Aber geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Nee. Keine Hektik. Ja, ich hab Hektik. Gut. Wir haben jetzt. Achso, Doc fehlt noch. Und Dynamit. Dynamit ist zwar optional, das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber er hat mir doch jetzt die Lederrüstung gegeben, oder? Ja, er hat mir die Lederrüstung gegeben. Gewicht 15 ist leicht. Ja, komm, ich lasse erstmal die Sprache dran. Das ist ja gerade jetzt zu Anfang relativ wichtig. So, Doc. So, da. Willkommen zurück. Hatte nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche medizinisches Material. Nun, andernfalls kommen Sie einfach wieder. Ich werde hier sein. Hat er vielleicht irgendwas? Stimpex, Stützbandagen, Super Stimpex? Nicht wirklich. Strahlung befreien. Die Stadt wird bald von Banditen angegriffen werden. Können Sie irgendwie helfen? Überall, wo ich hinkomme, scheint es das Gleiche zu sein. Die Leute können einander einfach nicht in Ruhe lassen. Mit meinem kaputten Bein bin ich im Kampf nicht besonders nützlich. Und meine Vorräte sind mager. Aber ich gebe ihnen, was ich entbehren kann. Drei Stimpaks. Hatten wir das nicht alles schon? Ja, auf jeden Fall. Schön vorsichtig jetzt. Ja, ja. Ja gut, das mit Pete, das könnten wir jetzt probieren. Party Löwe hat natürlich jetzt schon nachgelassen. Als Sprengstoff. Ich probiere es jetzt einfach mal, ob es klappt oder nicht. Wird halt eher nicht klappen. Aber na gut. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ich Pete. Howdy. Howdy. Dynamit? Habe ich doch schon mal gesagt. Das ist zu gefährlich für einen Haufen Amateure. Wie kompliziert kann das schon sein? Einfach anzünden und wegwerfen. Zu gefährlich. Tut mir leid. Sie jagen sich bloß in die Luft. Oder ihre Nachbarn. Oder das ganze Kaff. Auf Wiedersehen. Yep. Gut. Easy Pete können wir nicht überzeugen. Das heißt, ja, mehr kriegen wir leider nicht. Der Vertreter der Woche nachgelassen. Schade, dass die Heftchen nicht permanent sind. Wäre mir immer lieber. Permanente. Aber es ist halt Geschmackssache. Die Heftchen wiegen ja nichts. Nicht so wie in 3 eine Tonne. Gut, Ringo. Also, wie sieht's aus? Wird Sunny uns helfen? Sunny ist dabei. Gut, dann können wir wohl los. Außer Ihnen fällt noch was ein, das Sie machen könnten. Packen wir es an. Gut, ich bin bereit. Hoffe ich zumindest. Wird Zeit loszulegen. Die Pulverbanditen sind zum Spielen vorbeigekommen. Wie viele sind es? Mindestens 6 mit Joe Cobb. Sehen ziemlich hart aus. Dann mal los. Ich lege mich beim Laden auf die Lauer. Hoffentlich schafft es die Bande gar nicht so weit. Okay. Irgendwo da hinten. Jetzt sollte ich mir auch eine Lederrüstung anziehen. Ja. Mit dem guten alten Hund. Ach, die schießen gleich. Kein Wortwechsel.
So, Pulverbandit. Halt! Wer möchte es zuerst wissen? Okay. Ruf. Sie haben sich bei einer Gruppe von Menschen und Öblern einen Ruf erarbeitet. Unabhängig davon, ob dieser Ruf gut oder schlecht ist, sind sie jetzt endlich wer. Und die Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, werden auf das reagieren, was sie bislang getan haben. Es gibt viele Fraktionen im Ödland und sie können sich bei jeder einen eigenen Ruf verdienen. Wenn sie etwas tun, das der Gruppe hilft, erhalten sie Ruhm. Wenn sie etwas tun, das der Gruppe schadet, erhalten sie Verrufenheit. Ihr Ruf bei einer Gruppe bestimmt sich aus der Summe von Ruhm und Verrufenheit. Die sie sich verdient haben. Im Vorzüge und Nachteile eines Rufs hängen von der jeweiligen Gruppe ab. Sie erhalten Nachlässe bei den Händlern, werden ohne Vorwarnung von angeheuerten Schlägern angegriffen oder einfach grundlegend anders behandelt. Auch wenn sie mit einem neutralen Ruf bei jeder Fraktion beginnen, wird er sich irgendwann durch Ruhm und Verrufenheit in die andere Richtung verschieben. Ihren aktuellen Ruf finden Sie im allgemeinen Bildschirm des Pitboys. Guter Ruf, lächelnder Unruhestifter, ziemlich gut in ein wenig böse, gutmütiger Gauner, gut, ein wenig böse, akzeptiert ziemlich gut, beliebt auf jeden Fall gut, vergöttert besser wird es nicht. Gemischter Ruf. Weichherziger Teufel, mehr böse als gut, dunkler Held, mehr gut als böse, gemischt, ziemlich gut, ziemlich böse, unberechenbar, gut und böse, Wildfang, besser und böser wird es nicht, schlechter Ruf, höllische Halunke, ziemlich böse, ein wenig gut, gnädiger Verbrecher, böse, ein wenig gut, gemieden, etwas böse, verhasst, auf jeden Fall böse. Und verrufen, böser wird es nicht. Gut. Verrufen. Angesichts ihres wahrlichen, monströsen Verhaltens sind sie in der Gesellschaft in Verruf geraten. Pulverbanditen. God Springs, beliebt. Man hat genug von ihren guten Taten gehört, um sie allgemein zu mögen. So, was ich allgemein mag, ist, euch alles wegzunehmen hier. Dafür schulde ich Ihnen eine Menge. Hier, das gehört eigentlich der kaminroten Karawane, aber das werde ich denen schon erklären. Keine Ursache. Ein wenig bleibe ich noch, aber in ein paar Tagen bin ich weg. Wenn Sie je nach New Vegas kommen, finden Sie mich im Lager der kaminroten Karawane. Okay, Jingo. Will ich aber noch gucken, ob wir hier noch irgendwo einen haben. Hier haben wir noch einen. Pulverbandit. Haben wir ja gut was mitgenommen. Ich würde die Kisten festmachen. Die erschlagen sonst noch Leute. 1, 2, 3, da waren dann die 6 Pulverbanditen. Wo sind die denn alle hin? Die sind hier angekommen und gestorben, oder was? Naja. Sonst sehe ich jetzt hier keinen. Das waren noch nicht die 4 Leute da. Aber scheinbar doch. Das waren die 4. Mehr gibt's nicht. Na gut, dann schauen wir mal. Was haben wir denn Schönes erbeutet? Desperado Cowboy Hut mit Wahrnehmung.
einfaches Pulver. Banditen-Outfit. Das haben wir gleich ein paar Mal. Das können wir mal ein bisschen zusammenmixen hier. Meine Lederrüstung hat auch schon mal bessere. Achso, Wachen-Outfit, ja. Vorkriegs-Baseball-Mütze. Auch Wahrnehmung wie mein Vorkriegshut hier. Ja, komm, mein Vorkriegshut. Der passt mir eigentlich ganz gut. Den finde ich schön. So, was haben wir hier? Revolver. 9x Dynamit. Aber ohne lange Lunte. Einschussflinte. Haben wir jetzt dreimal. Das heißt, die hier nehmen wir mal und reparieren die anderen rein. Kleinkalibergewehre. 2 Stück. Wunderbar. Nehmen wir auch mal zusammen. Seltener Granatenwerfer. Ja, das ist ja unser. Sieht alles doch schon mal ein bisschen besser aus. Gut. Kann ich ja jetzt auch demnächst wieder mit der Flinte schießen. Dürfte ja jetzt eigentlich genug Haltbarkeit haben. So, war es das jetzt schon mit der Quest oder hatte ich hier jetzt noch was? Ne, das war's schon. Dann würde ich sagen, nee, das nicht. Da sind sie lang. Wir wollen ja noch mal ein bisschen aufräumen gehen. Das heißt, jetzt gehen wir noch einmal kurz zur Schule. Da räume ich mich mal kurz noch mal leer. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Sammelpunkt Schule. Ah. Besser als gar nichts. Irgendwann mal eine eigene Putze kriegen. Aber wenn man auch aus dem Vault rauskam, dann hat man ja auch noch nicht gleich ein eigenes Camp. So, dann sortiere ich jetzt erstmal alles weg, was ich jetzt nicht brauche. Wir haben jetzt hier Magnum Revolver. 10 Schaden. Oh, viel zu wenig. Munition dafür. Karawanenflinte hat noch 62. Ah, ich hoffe mal, dass mir das Ding wirklich den Allerwertesten rettet. Die 10mm kann ich jetzt eigentlich wieder wegpacken, weil bringt mir nicht mehr so viel. Ah, die Einschussflinte. Kaliber 20. Ich habe hier zweimal Kaliber 20. Sehe ich gerade. Die robuste Karawanenflinte braucht auch Kaliber 20. Dann lege ich die robuste Karawanenflinte mal ab. Aber die eine Flinte mit. Auch leicht. Den Overall, den behalten wir nochmal. Essen behalten wir auch. Munition, ja, so viel noch nicht. Alles noch nichts. Hier, das sind 4. 2. Gut, die Granaten, die wiegen 10. Das sind aber auch 40mm Granaten. Verständlich. Somit passt das eigentlich. Gut, dann hier einmal kurz Schrott rein. Wiegt nichts, wiegt nichts. Hier, Schachtel Zigaretten haben wir noch. Einmal Terpentin und schon zu viel. Ich darf halt schon zu viel essen und trinken dabei. Oder, na gut, die Lederrüstung wiegt ja 5. Passt schon. Das passt schon. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken hier. Dass ich mir die Waffen kurz einrichte. So, das bleibt auf der 1. Das wandert auf die 3. Auf die 3. So. Ja komm, das können wir mal auf die 5 machen. 5. Das kommt auf die 3. Und dann haben wir das jetzt soweit. Sagt Hunger und Durst. Was sagt Müde? Müde 25. Machen wir noch weiter. Hunger und Durst. Gut. Auf achten, aber nicht zu sehr. Stimmt, das ist doch eine Flinte. Das ist doch eine Flinte, dann kann ich doch auch die Karten. Falsche Waffe jetzt mitgenommen. Auch ein Schuss. Nehme ich lieber die Karawanenflinte mit.
Ihr hört wenigstens zwei. So, das heißt, ich muss das jetzt nochmal einrichten hier. Da hatte ich jetzt gerade einen Denkfehler. Ich hab die andere als zwei und die als ein und... Gut, ja. So drei hatte ich's, ne? Ja. Gut. Normale Flinte. Und dann würde ich sagen, düppeln wir erstmal runter. Und wir müssen mal gucken, in welche Richtung wir jetzt genau müssen. Canyon Wrack. Hm. Entdeckungstour. Na, mal gucken. Mal gucken. Gehen wir in die weite, weite Welt hinein. Und das Gute ist, wir kriegen halt immer diesen wunderschönen zylindrischen Zylinder, wollte ich gerade sagen. Hütchen hier. Wollen wir eigentlich auch mal ein bisschen normal laufen hier. So, mal sehen, wann der erste Supermutant mit seiner Minigun auf uns wartet. Aber gut. Könnte ja eigentlich hier beim Wasser nochmal ein bisschen essen da unten. Gut. Ist nicht rot. Nehmen wir uns nochmal ein bisschen sauberes Wasser. Bin ich auch gleich nämlich wieder voll und nicht mehr durstig. So, dann gucken wir doch mal hier. Lagerfeuer. Wer bist du denn? Hallo, können Sie mir helfen? Stimmt was nicht? Mein Mädchen ist da oben auf der Anhöhe von Geckos umzingelt und ich komme nicht zu ihr. Bitte, sie wird noch sterben. Wo ist sie? Folgen Sie dem Weg vorbei am kaputten Funkturm und gehen Sie nach rechts. Sie finden sie am Ende des Pfades. Mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte beeilen Sie sich. Kaputten Funkturm. Hä? Okay. Bevor Sie weiter ins Ödland vorstoßen, können Sie Ihren Charakter überarbeiten. Aha. Arten überarbeiten? Nee, das wollen wir ja nicht. Bin zufrieden. Weiter, 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 fertig. Ja. Okay. Warum kann ich das jetzt alles überarbeiten? Da fehlt jetzt ein Punkt. Ich hatte es nicht in Ausdauer. Fertig. Ja. Fertig. Das ist ja jetzt doof. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich hätte es einfach so weitermachen müssen. So, Hamsterer hatte ich und ich hatte noch einen genommen. Welchen hatte ich denn jetzt nochmal genommen? Ja. Mütig, war das das hier? Nee. Eigentlich könnte man ja Begabt mit reinnehmen, ne? Aber das ist nicht das, was ich drinne hatte. Warum fragt er mich das jetzt so mittendrin? Ja, was hat jetzt drinne?
Gütig. Irgendwas, was nicht so krasse Nebenwirkungen hatte, hatte ich drin. Genau, Verschleuderer war das. Sie können Waffen und Splittergranaten bis zu Wurfspeeren schneller werfen, allerdings erleiden die Zielgenauigkeit darunter. Ja, fertig, Reise fortsetzen. Stufenaufstieg. Ich kriege jetzt nochmal die ganze Epi neu verteilen. Okay. Gut, dann machen wir es anders. Machen wir hier 3 in Schusswaffen, 3 in Sprache, 3 in Reparieren, 3 in Strich. Verteilen wir das ein bisschen besser und 1 schon mal in Wissenschaft. So, und dann hatte ich hier intensives Training, deswegen hatte mir der eine auch gefehlt, ja. Okay, und in Glück, fertig. Und das dem Tutorial-Level. Gut. Ich wollte gerade sagen, habe ich nicht getroffen? Hallo, lieber Gecko. Du möchtest... Aua. Mich nicht beißen. Alter. Aber Geckofleisch, ne? Bringt doch gut was ein. So, da hat hier oben irgendwo hochgeguckt. Da ist, glaube ich, noch ein Gecko. Mittel. Was sagt Hunger und Durst? Na gut, Durst habe ich noch keinen. Das heißt, ich könnte hier ein bisschen was essen. Eichhörnchen-Topf. Frische Birne. Ja. Fischer Mais. Gecko Steak. Ja, machen wir ordentlich was. Ich regeneriere ein bisschen was hoch. Gucken wir mal. Soll ich auch die Flinte schneller mal wechseln? Voll sind wir auf jeden Fall. Richtig, geht hier noch. Ah. So. Machen wir erstmal den ersten aufs Kickhorn. Wolltest mir gerade schön was rausbeißen, wa? So, das beiße ich dir raus. Ballerspiel, wird. So, ich weiß, hier müsste noch einer sein. Waren hier noch mehr rote Punkte? Doch. Hab ich ihn noch nicht? Mal hören. Ja, mit der Doppelläufigen hier. Eigentlich ganz okay. Jetzt auch, oder? Hä? Ach, jetzt sehe ich ihn erst. Jawoll! Vorsicht, da sind noch welche. So, meine lieben Geckos. So, Gecko Nummer 1. Mmh.
spritzt das Blut. Und da drüben haben wir Gecko Nummer 2. Erkannt. Aha. Achso, du bist ein junger Gecko. Wo habe ich hingeschossen? Bleibst du jetzt mal hier? Oh. Hat um Hilfe gerufen. Noch ein junger Gecko. Stufenaufstieg. Ja, wirklich sehr schnell. Wir kommen auf Stufe 3. Wir haben wieder 13 Punkte zum Verteilen. Das heißt, einmal Energiewaffen ausgleichen, Falschen ausgleichen, Medizin ausgleichen. Nahkampf brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber Schleichen können wir schon mal ausgleichen. Dann haben wir wieder einen Punkt. Und den einen Punkt packen wir in Wissenschaft. So. Ich krieg noch gar keinen Skill. Skill krieg ich ja so erst ab 2 dazu. Erkannt. Wer oder was erkennt mich, ja? Da ist ja noch ein Gecko. Na denn? Geckerhaut ist beliebt, habe ich gehört. Sah aus, als wenn ich das... kann. Ja, dann jetzt ganz hin. Das ist bestimmt wieder so ein junger Gecko. So. Tut mir leid. Wir brauchen auch langsam Geld. Du brauchst mich gar nicht so giftig angucken. Brauchst mich gar nicht so böse angucken. Denn ich brauche immer Geld. Unten sah es so aus, als wenn da jetzt noch einer weggeflitzt ist. Also hier bei den Geckos und auf der Anhöhe sehe ich jetzt jemanden. Eine Fliege. Da haben wir eine kleine Kakerlake. Achso, gar nicht. War falsch. Ich bin's. Ja. Bin tot. Na gut. Gut, aber ich habe hier nicht das Mädchen gefunden, was er mir jetzt gesagt hat. Ich glaube, ich muss noch mal die Wegbeschreibung geben. Er sagte doch am kaputten Funkturm vorbei. Oder war das nicht der, den ich jetzt meinte? Er meinte einen anderen. Und wie weit will er mich jetzt hier Gecko-Gebiet schicken? Geckos habe ich gefunden. Dachte ich, wäre richtig. Naja, denken ist nicht wissen, ne? Sehe ich hier auch kein. Da hat er mir eine Quest hat er mir nicht gegeben. Oder? Nee. Nee. Hat er mir nicht gegeben. Der Schlammtümpel hier. Auch halt ziemlich lange. Ach, der arme Kleine. So, Geckofleisch. Geckofleisch. So, wo ist jetzt aber deine Freundin, Kollege? Er rennt da halt immer noch rum. Gut, ich frage ihn nochmal. Bin heute eh ein bisschen durch den Wind, also passt das.
Beeilen Sie sich bitte. Sie ist auf der Anhöhe, hinter dem kaputten Funkturm. Wiedersehen. Sie müssen ihr einfach helfen. Sie müssen. Der Anhöhe? Da hinten irgendwie, oder was? Hinter den kaputten Funkturm. Das ist doch ein Funkturm, oder? Was ist da, soll das sonst darstellen? Sehe ich hier keinen Funkturm oder irgendwas anderes in der Richtung? Oh. Da kommt schon, der erste schon mal ein bisschen vorbei. So. Ich glaub, mit der schieße ich doch eher aus der Hüfte, anstatt Visier benutzen. Ist das jetzt hier? Scheint so. Jetzt hau doch nicht ab. Aha. So. Nachladen. Ach Mensch, jetzt läuft er nicht weiter. Das Bein, das tut doch weh, Mensch. Kollege. So, kommen wir jetzt hier irgendwie rauf, oder? Ach, da kommt jetzt ein Gecko. Hä? Ein paar Kopfschüsse haben das Denkvermögen erhöht. Hier glaube ich die ganze Zeit die falschen Geckos um, wa? Lass mich nicht zur Schrotflinte wechseln. Immer wenn ich nachlade, kann ich nicht watzen. So. Der Patronhülsen. Wo ist noch einer? Hier? Na komm. So. Haut. Hier vielleicht die Anhöhe? Ja. Gut. Dann werden halt wieder die Flinte rausgeholt. So einfach ist das. Oh. Naja, wenigstens eine schöne Nuka-Cola hier. Und Korken. Ein Schärfen. Prospektor. Ein Kronkorken. Kunstkiste. Ah, schon mal cool was gefunden hier. Der fühlte sich hier auch ein bisschen sicher. Kann man entschärfen. Ich glaube... Oh, Entschuldigung. Ich kann jetzt leider nicht mehr erkennen, ob es Männlein oder Weiblein ist. Ist das jetzt die Anhöhe, die er meinte, oder ist es nicht? Ne, da komme ich nicht drauf. Ich glaube, weiter hoch kommen wir auch nicht, oder? Ah, da kommt er ja schon.
Sorry wegen der Lüge, aber danke, dass Sie die Geckos erledigt haben. Jetzt komme ich an die Beutel da oben, wenn ich mit Ihnen fertig bin. Ja. Aha. Drüben! Na? Das war der falsche... Die Schrotflinte haben, aber das hat's erledigt. Das hat's erledigt. Eieruhr. Aha. Einschussflinte. Und seltener Einsatzoutfit. Nahkampfschaden, Schusswaffen plus 3. Falls erledigt. Ja, die Beute kannst du dir abschminken. Gehört jetzt mir. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier aber jetzt an dieser Stelle mal einen Cut. Jetzt habe ich schon sehr lange schon wieder Überlänge gemacht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.